Jo Leute, willkommen zur Folge der Minecraft Fakten. Heute gibt es ja 5 Sachen von euch, die ich mal gesucht habe. Und ich stelle euch mal gleich sofort vor. Wer war denn für Minecraft Fakten? Lasst mir ein paar Kommentare für dieses Video. Und dann fragt gut, dass ich mir das Video eingeblendet habe. Oder ne, es wird nicht mehr eingeblendet, dann habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es wird nicht mehr eingeblendet. Ah, es wird. Also wird reingenommen. Ja. Verzeiht mir. Aber passt halt einfach für mich besser meine Zeit und so, ne? Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Und zwar als erstes vom Körper zu meinem Schaf. Und er schreibt, Gas werden nicht von Slowness beeinflusst. Gut, das testen wir mal aus. Schau ich mal den Gas und einmal Slowness. Ja, das ist ein Tonfolgenlink. Gibt es mir so einen kurzen? 1,30, ja. Ups, das war dumm. So, die Kleidung bringen jetzt einfach mal, ne, weil ja, super ganz gut. Ich weiß einfach mal ab. So, zack. Aber da fliegt einfach so weiter. Wie er halt will. Ohne Unterschied. Kann ich ihn reinsetzen? Jo. Chill, ich bin ein Gast. Oh, wie es aussieht, Alter. Lol. Jedenfalls, ja. Fliegt er uns mal weiter. Und. Das juckt ihn einfach gar nicht so, ne? Dass der eigentlich Slowness hat. Und dann, ein zweiten Fakt von Michael Creeper, fällt ein Amboss auf eine offene Tür wieder zerstört. Das testen wir mal aus. Ich brauche eine Door. Wo finde ich die denn? Hier unten. Mal erstmal Drefter und Haar alles mal an. Und dann bräuchte ich noch einen Anvil. Den hier. Ich teste einfach mal aus. Ich hoffe, ich mache es gerade richtig. So, zack, 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 zack. Mal gucken, ob es nicht ausgetestet. Also, hier fliegt genau da drauf. Hier nicht zerstört. Hier fliegt genau auf die Kante hier drauf. Alter, auf dem Pixel hier fliegt da drauf. Wird nicht zerstört. Okay, hätte ich vielleicht doch vermutet, dass er zerdroppt wird. Aber. Lustig. Ja, das ist dumm. Aber wird anscheinend nicht zerstört. Lustig. Jo. Geil. Voll die coole Amor-Statue hier, ne? Aber wenn ich das nicht zerdroppt, aber trotzdem finde ich lustig, dass er genau auf den Pixel hier fliegt. Genau da drauf. Und dass er sich dann so hält. Ja, sieht schon ein bisschen lustig aus. Dann kommen wir zum nächsten Fakt. Das sind für die letzten beiden Fakten. Und zwar, als erstes von FCGamer777. Es sieht in Minecraft die klingonische Sprache. Und zweitens, ein Amboss besitzt keinen Abbau-Sound. Den zweiten Fakt kann ich vielleicht mal vorziehen. Ich guck mal, immer noch hin. Er besitzt doch einen. Aber schon immer so. Ich glaube, früher hätte er keinen gehabt. Hab ich so ein Gefühl. Der hat zwar diesen. Ja, Aufprall-Sound gehabt, wie man hört und so, auch diesen Sound halt hier, ne, aber nicht beim Abbauen, ne, hatte ich ihn gar nicht, hatte Griffin nicht gehabt, ich bin nicht sicher. Müsst ihr können, also könnt ihr mal vielleicht machen, wir machen als Community-Fakt, ob das früher vielleicht so war, dass er so ein, kein Abbau-Sound hatte. Ich glaube, es war einfach stumpf, war einfach weg, wenn man abgebaut hat. Und richtig Amazon zum Abbau hat er ja auch nicht, aber kriegt immer noch Stahl jetzt, ne? Jo. Dann kommen wir mal zum letzten Fakt, wie im Creative Mode. Was war das schon noch? Ach ja, die klingonische Sprache. Schauen wir mal. Language. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie das auf Englisch jetzt heißt mit diesem Klingonisch. Jetzt auch mit Karo so an. Ich weiß es nicht, gibt es ja ganz, ganz viele Sprachen. Und. Jo, gucken wir mal. Was ist denn hier? Canyon KKK. Keine Ahnung. Was ist denn hier? Nu, Kanu, Fragezeichen. Was ist denn für Länder? Zumindest ein paar normale, wie zum Beispiel Portugal. Ja. Endlich. Was ist denn hier? Schkipiri. Irgendwie noch Finnisch oder so, ne? Hier haben wir Alkohol hier noch.
So, hier hat noch Klingonisch. Oder war Bayerisch hier? Gucken wir mal. Also auf dem Kopf hier, ne? Ich weiß auch nicht, wie ganz genau, wie die Sprache aussehen soll. Klingonisch. Ist das nicht Klingonisch sogar hier? Ich weiß, das ist irgendwie so ein paar komische Zeichen einfach. Ist das Klingonisch? Sieht so aus, ne? Ich guck mal, Google kurz mal hier. Klingonisch. Wie das aussieht. Das sind auch so einfach so Zeichen einfach, ne? Ich vermute, dass das hier Klingonisch ist. Ich kann jetzt auch lesen. Aber damit ist es Klingonisch. Yay. Chillig. Trotzdem keine Sau, ist klar, aber. Ja. Sie kann sehr viele Fun-Sprachen in Minecraft, die kann das auch benötigt. Dann, wie ich sagen, das ist die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine Position da. Auf Wiedersehen und tschüss.